Herzensgrüezi aus Mappenzellerland, ich bin Denise Antoinette Sonderegger und heute möchte ich mit dir gerne über Merkur in der Jungfrau reden. Der Merkur ist ja neben der Venus der zweite Planet, der zweimal vorkommt. Die Venus kommt ja im Stier und auch in der Waage. Und der Merkur im Zwilling oder in den Zwillingen und in der Jungfrau. Der Merkur in der Jungfrau, der ist zuständig für dieses schnelle, exakte, analytische Denken. Und wenn diese Kombination da ist, wirst du merken, das geht ratzfatz. Da wird gedacht, zack, zack, zack. Und auch das Komplizierteste, Komplexe, was ja das Thema der Jungfrau ist, diese große Begabung, das eben runterzubrechen, das ist eben auch bei Merkur der Fall. Jetzt kommt das große Aber. Es hat ja ganz viele tolle Kombinationen. Der Merkur in dieser Konstellation, dieses analytische, schnelle, intellektuelle Denken, das führt manchmal dazu, dass wir sehr verstandslastig sind. Und eben das, was ich immer wieder täglich erlebe, dieses Unbegreifbare, Unsichtbare, das für mich einfach da ist. Diese 1250 Business Engel, meine Medialität, all das ist für Merkur in der Jungfrau eine harte, schwierige Kost zu verdauen. Und da haben Menschen dann manchmal die Herausforderung, eben in die Verbindung zurückzufinden, weil sie so geprägt sind von dieser dominanten, sehr tollen Energie der Analyse, des schnellen intellektuellen Denkens, aber eben verharren in diesem Verstand drin. Und eben diese andere Türen, auch die Spiritualität, eben oft eben geschlossen bleiben. Trotzdem finde ich das sehr eine spannende Kombination. Und ich bin auch davon überzeugt, dass auch Menschen, die eben solche Kombinationen haben mit einem ausgeprägt schnellen Verstand, analytischen Verstand, dass es auch ihnen möglich ist, mit der geistigen Welt in Verbindung zu kommen. Es braucht einfach ein bisschen mehr Übung. Ich bin der Meinung, dass wir alle medial sind, die einen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger. Und dass es eben Menschen gibt, die den Zugang schneller finden und die anderen, die müssen ein bisschen mehr trainieren. Ansonsten, wie gesagt, bin ich davon überzeugt, dass wir alle diese Sprache kennen und sprechen können. In diesem Sinne viel Spaß, Freude und Leichtigkeit und ein von Herzen kommendes Tschüss, mach's gut.